Deine Sportverletzung, was ich mal gelesen habe, an der Schulter und so, das ist alles wieder gut verheilt, ne? Das ist alles sehr gut verheilt. Das Einzige, was dabei übergeblieben ist, ich bin zu früh angefangen zu trainieren und habe mir auf der linken Seite meinen Bizeps abgerissen. Oh. Der hängt jetzt da so ein bisschen rum, aber den werde ich auch nicht mehr operieren lassen. Das lohnt nicht. Und schränkt dich das ein? Also schränkt mich nicht ein. Nee? Schränkt mich nicht ein. Es hat länger gedauert, weil als ich dann frisch nach der Operation, das Erste war natürlich sofort, wann kann ich spielen, wann kann ich wieder spielen. Das war damals, ich wollte unbedingt diese MTV Unplugged-Platte mitspielen. Und zu dem Zeitpunkt war das und ich musste dann wieder, ja, wann kann ich denn wieder, wann kann ich wieder. Ich weiß, als ich in Narkose, auf der Narkose aufgewacht war, da konnte ich erstmal meinen Arm nicht bewegen. Und dann haben die mir gesagt, ja, du hast doch hier immer noch so ein Schmerzding. Wurde hier so eingelassen in den Hals. Mhm. So ein, weil es die Nerven irgendwie betäubte. Und dann habe ich mir das rausnehmen lassen und dann haben die gesagt, aber Stefan, Helden brauchen wir hier nicht. Ich sage, wieso Helden? Ja, die Schmerzen werden sie nicht aushalten. Ich sage, raus. Ich sage, weil ich brauche meine Finger, ich will das sehen, ich muss meinen Arm bewegen können. Und ich weiß genau, nach einer Stunde habe ich wirklich nach Schmerztabletten geschrien, habe dann Spritzen gekriegt, weil das war, tat dermaßen was vom Weh. Und dann hat die mir gesagt, ja, Herr Stefan, das hätte ich Ihnen sagen können. Schmerzen haben noch nie den Heilungsprozess beschleunigt. Und das war bei der ersten... Und jedenfalls war das ja bei der Operation oben in der Schulter, ne? Und das war bei der ersten MTV-Platte? Bei der zweiten. Bei der zweiten? Bei der zweiten, ja, ja. Und da bist und, du jetzt ein bisschen vorsichtiger beim Sport, oder? Ja, ne, ich bin einfach zu früh wieder angefangen und ich weiß ja genau, dann habe ich gesagt, okay, prima, ich kann ja schon wieder spielen. Und dann wollte ich, also das ist so eine typische Bewegung oben halt an die Wirbel, weil die muss ja den Bass auch stimmen. Ja. Und das hat mir dann sowas von weh getan, bin ich direkt erstmal bei mir unten im Keller, ich habe im Keller so einen kleinen Übungsraum hier eingerichtet, so ein kleines Studio, bin direkt erstmal umgefallen, ist mir schwarz vor Augen geworden, vor Schmerzen. Das war nämlich die ungewohnte, so konnte ich schon wieder, aber so ging irgendwie noch nicht. Und dann war ich irgendwie so, ich weiß gar nicht wie lange, auf jeden Fall habe ich da ziemlich doof rumgelegen. Keller. Was geht dir denn alles ist so durch den Kopf und dann, man will ja unbedingt spielen, das ist ja, sage ich mal, dein Leben. Ja, ja, das ist schon, ja, man weiß ja irgendwie geht das hier. Das ist genau wie mit dem kleinen Finger hier, ne? Als ich den kleinen Finger gebrochen hatte. Da habe ich erstmal mit drei Fingern gespielt hier, am Anfang von der Tour. Das war auch ziemlich blöde. Weil ich den Ring gerade sehe, der hat ja auch eine ganz besondere Bedeutung, ne? Unser B54-Ring. Ja. Ja, das ist, den hat nur Berthe, Udo und ich. Gibt es drei Exemplare, weil wir alle, das ist B54, ist die Rock'n'Roll-Straße von Deutschland. Mhm. Da kommt praktisch das ganze Panikorchester her, nämlich Udo aus Gronau, Bertram aus Steinfurt und unser erster Gitarrist Karl Allaut kam aus Borkhorst, auch B54. Mhm. Ja, und ich eben halt aus Münster, ist auch B54. Also vier Leute kamen dann da von der B54. Karl Allaut spielt bei uns nicht mehr mit. Aber Udo, Bert und ich, deswegen habe ich so einen Ring machen lassen. Du hast die machen lassen? Ja, ich habe die machen lassen. Schöne Idee. Das hat eine Freundin meiner Lebensgefährtin gemacht. Die ist Goldschmiedin. Aber nicht die Diana Struckmeier, oder? Nee, die hat was anderes gemacht. Die macht aber auch schöne Sachen. Ja, da soll ich dich ganz lieb grüßen. Oh ja, danke. Da grüße ich in jedem Fall zurück. Auch von Norbert ganz liebe Grüße, der deine Seite dort. Ja, Norbert, ja. Und von Norbert auch ganz lieber. Mike Müller, soll ich dich Der ist ja ein ganz, ganz extremer, großer Künstler. Also ich halte den wirklich für einen extrem begabten Typen. Und da hast du das Vorwort geschrieben für das Buch, habe ich ihm, ja, ja, hat er mich gefragt, ob ich das machen würde. Ich habe gesagt, klar mache ich das. Sehr schön, der schickt mir nämlich... Ob das jetzt was hilft oder so, das weiß ich jetzt natürlich nicht von Erfolg, weil, aber ich kann ja auch einfach nur meine Wahrheit sagen. Ich finde es fantastisch. Ich finde es unheimlich sensibel. Ich finde, das ist zum Beispiel so, es gibt ja viele Leute, die können malen. Mhm. Und es gibt welche, die können gar nicht malen, so wie ich. Ich kann überhaupt nicht malen. Es gibt auch andere Leute, die können malen und finden aber doch nicht ihren Stil. Udo kann malen, also comic-mäßig malen, hat einen totalen Stil in seiner Malerei. Ja. Und das ist genau das, was Mike nämlich auch hat. Mike hat einen totalen Stil. Mhm. Hat einen, und das ist das... Das gibt es nämlich nur eins, entweder gefällt dir das oder nicht. Ich weiß noch damals, als wir angefangen sind, die Leute gesagt haben, wir können ja überhaupt nicht singen, Udo Lindenberg. Oder, Mann, ist das geil, sind das geile Texte. Ich weiß, dass er richtig gut singen kann, dass er nicht so eine gute Stimme hat wie, und das ist ja relativ wie Maffei, mit Hoho und großer Vibrato dabei oder so. Viel wichtiger ist, es gibt für mich keinen
der Geschichten besser erzählt, singenderweise wie Udo. Ja. Gibt keinen. Für mich, ich kenne keinen. Die Stimme ist auch, sehr, die ist ja auch sehr prägend, die Stimme. Ne? Und das meine ich, also das ist ja keine, vielleicht gerade deswegen erzählt er die Geschichten so schön, weil er eben halt kein Sänger ist. Er vergisst, ich kenne viele Sänger, die sich dann auf einmal statt die Geschichte erzählen, sich in ihren einen Sound verlieben. Und dann so den Sänger rauskehren auch. Ja. Und dabei dann von der Geschichte eigentlich ablenken sogar, statt die Geschichte wirklich zu erzählen, weil das Allerwichtigste ist, dass man die Story da erzählt, wenn man keinen Schwachsinn erzählt. Ich finde, Udos Stimme ist ja im Alter wie so ein guter Whisky wirklich gut gereift. Also naja, vor allen Dingen, dann, was viele Leute nicht beurteilen können, die das einfach jetzt, der kann nicht singen, die das nach dem Klang beurteilen, dabei ist das unsinnig, sondern er singt schon richtig gut. Er hat eine völlig eigene Welle zu singen. Das merke ich immer, wenn irgendwelche andere Leute seine Stücke singen. Mhm. Die treffen nie seine Welle. Pascal singt ja öfter jetzt so bei den Proben. Ja. Und der singt dann auf einmal irgendwie, und Pascal ist so ein unheimlich musikalischer Sack. Und trotzdem singt er eigentlich eckig. Mhm. Das klingt ziemlich eckig. Kriegt diese Welle von Udo, kriegt er einfach irgendwie nicht hin. Das ist eine besondere Welle. Und dann weiß ich, dass Udo also alle Noten richtig trifft. Wie das dann klingt, das ist eine andere Geschichte. Da gibt es bestimmt irgendwelche Leute, die meinen, irgendein Klang wäre, das verstehen die unter Sänger, wenn dann einer einen großen Schmetterball raushängen lässt. Ja, aber darüber kann man sich streiten. Das sind halt Stimmen, da weißt du gleich, wenn du die im Radio hörst, wem die gehören, wie zum Beispiel auch Grönemeyer und so. Ne? Also das sind alles. Ja, der Grönemeyer zum Beispiel auch. Auch ja. Grönemeyer hat auch eine ganz eigene Art zu singen. Ne? Oder zum Beispiel Gunter Gabriel, den würdest du auch. Mit dem hast du auch mal zusammengearbeitet, oder? Ja. Gunter und ich waren, kann man sagen, so Freunde so ein bisschen. Auch aus der westfälischen Ecke. Und ja, das Gunter ist so ein Steh. Der stand halt so. Also Gunter würde ich nie als Künstler bezeichnen, sondern das war eigentlich ein Liedermacher. Wenn Udo ist doch mehr Künstler auch. Ich habe euch ja gestern zum ersten Mal gesehen dort in der Runde. Also allgemein auch. Ach so, da so wie ja, das ist ja da. Ja. Es ist sehr entspannt, sehr relaxed. Und ich fand das sehr also für mich war es wirklich ein besonderer Moment, weil ja, man denkt ja immer, die Leute, die haben Starallüren, die sind irgendwie, weiß ich, in irgendwelchen Sphären. Und das kommt aber auch drauf an, nee, Momentchen, das ist so, das kommt drauf an. Ich glaube, bei vielen Leuten. Mhm. Kommt darauf an, in welchem Augenblick du die jetzt dann da gerade triffst. Ach so? In welcher Situation. Weil ich weiß damals, zum Beispiel Miles Davis. Ne? Mhm. Miles Davis ist für mich also eine der absolut größten musikalischen Koryphäen, die es überhaupt gibt. Oder gegeben hat. Und Miles Davis galt als unsagbar schwierig. Ganz problematisch. Und ich habe mir damals Miles Davis engagiert. Da musste ich $60.000 nach Amerika überweisen, auf so ein Notar-Andor-Konto, und wenn er dann kam, oder wenn er, bevor er Konzerte hatte, musste einen Scheck über weitere $60.000 abgeben. Sie erreichen Ihr Ziel. Also kostete damals $120.000. Hm. Und Miles Davis galt aber als unheimlich schwierig, und dass er auch schon mal sowas einfach hinschmiss oder so. Und ich meine, also bei $120.000 fängt das dann schon an, so ein bisschen düsenmäßig zu kriegen. Und ich habe mit unserem türkischen Hausmeister die Garderobe ganz frisch extra für Miles Davis hergemacht. Einen neuen Tisch gekauft, ein kleines Sofa, so richtig schön hergerichtet. Und wir hatten damals einen türkischen Hausmeister. Und Miles war total freundlich, mit Handabdrücken, alles super. Hat sogar noch den ganzen Tisch bemalt. Ich dachte, Momentchen, jetzt habe ich ein absolut einmaliges Ding. Und dann ist was passiert, wie eigentlich bei Boys in dem Museum, die Putzfrauen. Unser türkischer Hausmeister am nächsten Tag, diese Schweine, den ganzen Tisch beschmiert. Ich habe 2 Stunden dafür gebraucht, um den sauber zu machen. Und dann kann man eigentlich sehen, wie unheimlich eigentlich Wertigkeiten immer nur im Auge des Betrachters sind. Mhm. Ne? Weil unserem türkischen Hausmeister hat Miles Davis gar nichts gesagt. Das war irgendein farbiger Trompeter, fertig. Irgendein Musiker. Und er hat die Kunst einfach weggewischt. Und er hat den Tisch da riesig sauber, und ich dachte, ich hätte jetzt endlich ein absolut oberbleibendes Kunstwerk. So habe ich eine schöne bleibende Story. Wie hast du darauf reagiert? Bist du da ausfällig geworden? Nein, überhaupt nicht. Nein, ganz im Gegenteil. Mir ist eigentlich klar geworden, wie relativ so eine Geschichte ist,
Weil nehmen wir mal an, das wäre nicht Miles Davis gewesen. Und der hätte dann, wäre ich genauso gewesen wie Ismael, Mann, das ist gerade ein ganz neuer weißer Tisch und irgendwelche Arschlöcher beschmieren mir den. Also, verstehst du, eigentlich war das eine ganz große Erkenntnis für mich eigentlich, wie relativ eigentlich so, was man als Kunst oder als was Besonderes sieht, für wen ist das eigentlich wie, wann ideeller Wert. Nein, ich war überhaupt nicht sauer, sondern ich habe dann Ismael erzählt, was das eigentlich war. Das war ihm dann ziemlich peinlich. Aber Ismael ist nämlich aber auch jemand gewesen, der damals unsere Plastikpalmen mit Gießkerne begossen hat. Ich wusste gar nicht, was hat der Plastik war. Bei uns in der Kneipe hatten wir Plastikpalmen. Ach so, Palmen. Und der hat die Plastikpalmen dann auch mit Gießkerne gegossen. Okay. Weil das kannte er nicht, Plastikpalmen. Und Ismael ist einer der liebsten Menschen, die mir in meinem Leben gesehen. Da bin ich ganz stolz drauf, weil Ismael ist der erste gewesen, den ich angestellt habe bis zur Rente. Der hat irgendwie 30 oder 32 Jahre für mich gearbeitet. Und ist dann irgendwann mit seiner Frau dann wieder zurück in die Türkei gegangen. Deine Bandkollegen bestimmt. Das könnte sein. Wir sind 11.48 Uhr da. Was ich speziell noch fragen wollte, wegen dem Handy jetzt und so, ne? Soziale Medien. Ihr kennt das ja noch von früher, wo es das überhaupt gar nicht gab. Also was, das ist ja da, wo man noch mehr Ruhe hatte, meinst du? Ja. Vor allem jetzt seid ihr ja näher auch an den Fans mit dran. Ne? Die haben ja die Möglichkeit, sofort ist das bei Facebook, sofort ist das irgendwo. Ja, da sind Sachen zum Beispiel, das haben wir jetzt gerade unterschrieben. Weil während unserer Proben und so weiter, dass wir selber überhaupt gar keine, nichts mehr bei Facebook reinstellen. Ja. Also weil eben halt die Persönlichkeitsrechte auch von jedem ja geachtet werden. Du hast mich in diesem Fall ja jetzt hier gefragt, ob du das machen kannst, ist alles in Ordnung. Und es werden ja auch nicht irgendwelche Geheimnisse von den Tourgeschichten jetzt hier erzählt, das ist ja nichts Geheimes. Das, was ich nicht erzählen soll, werde ich auch nicht erzählen. Also gibt es auch Leute, die sich da vorstellen, euch dann filmen einfach und so? Und bitte? Das ist ja in jedem Konzert. Ich meine, früher waren Videos verboten und dann haben Wunderkerzen heute gesagt, mach doch mal die Lampe vom Handy an. Mhm. Ne? Ist ja dann noch wesentlich brandungefährlicher. Und ich finde, wenn man Geheimnisse haben will, dann muss man sich nicht auf die Bühne stellen. Weißt du, also ich meine, das ist, oder wenn da irgendjemand irgendwelche Probleme hat mit solchen Sachen, dann gehört er da einfach nicht hin. Ich meine, bei so einem riesen Stadion-Ding, das kann man sowieso nicht kontrollieren, ne? Aber jetzt zum Beispiel, wenn ihr so eine MTV-Unplugged-Geschichte macht, da dürfen die Leute nicht filmen, oder? Wie ist das? Da dürfen die nicht erwischt werden. Ich war zum Beispiel, wir haben mit Udo einen Trip gemacht nach L.A., und von L.A. sind wir nach Las Vegas und in Las Vegas war eine Britney Spears Show und da haben sie mir mein Handy weggenommen. Weil ich habe das da gefilmt, da haben sie das Handy Eisenhahn mir weggenommen. Und dann waren wir aber auch in dem Zirkus so und so, die machten diese Beatles, so ein Beatles-Ding. Mhm. Das war das Größte, Beste, was ich jemals gesehen habe. So Akrobatik. Sergeant Pepper. Das habe ich gefilmt, da wollen sie mir das Handy wegnehmen und das habe ich dann ganz schnell wieder verschwinden lassen. Also ich bin da selbst, man filmt ja selber. Also ich mein, weißt du, hast du das dann wiedergekriegt bei Britney Spears? Oder? Bei Britney Spears habe ich nicht wiedergekriegt, war weg. Vor allem, da sind da deine ganzen Daten drauf. Das war weg. Nee, das konnten die ja nicht, nee, das muss ja ein bisschen entsperren. Ne? Also knacken kannst du das nicht. Das war so ein Apple-Teil und wenn das einmal aus ist, ist das aus. Nur, da war Britney Spears drauf, ich habe sie nicht wiedergekriegt. War weg. Stand aber vorher drin, dass das dann eingezogen wurde, war mein Risiko. Ne? Und so wichtig fand die Britney Spears gar nicht. Ich fand die Show allerdings ganz gut. Aber bei den Beatles, das habe ich glaube ich immer noch irgendwie auf dem, ich weiß gar nicht, auf diesem oder auf dem anderen Handy. Gibt es so unverschämte Fans auch, die versuchen irgendwas so Andenken mitzunehmen? Sowas schon mal erlebt? Es gibt alles. Es gibt überhaupt sowieso gar nichts. Aus dem Glas hat Udo Lindenberg getrunken. Es gibt nichts, was nicht gibt. Ne? Es gibt zum Beispiel ein Mädel, ganz nett, ich habe ja so eigene Bässe, ne? Hat Fender ja so eigene Bässe mal rausgebracht, mit diesem kleinen Comic von Udo. Mhm. Und die hat sich genau diesen
Comic hier oben auf dem Schenkel so groß tätowieren lassen. Und mir ein Bild geschickt. Das finde ich ungewöhnlich. Irgendwie auf der einen Seite freut mich das, auf der anderen Seite denkt man auch schon, komisch, wie man Leute wie mit was inspirieren kann. Aber das habe ich jetzt ganz oft gesehen, selbst dass die sich die Unterschrift von Udo nachtätowieren lassen. Ne? Ich weiß, ja. Ich meine, das ist, ich bin eigentlich von niemandem Fan gewesen. Doch, von Boris Becker. Ich war ein großer Boris Becker-Fan. Ja? Berthe und ich, wir waren große Boris Becker-Fans. Wir sind sogar extra nach New York geflogen und haben da, als Boris Becker sogar das Masters gewonnen hat, wusste natürlich keiner, dass er gewinnt. Aber wir sind auf jeden Fall nach New York geflogen, weil sie haben die komplette Turnier im Madison Square Garden uns angeguckt. Und unser großer Hero Boris Becker gewinnt dann auch noch das Turnier. Und zwar mit irgendwie so mit einem praktischen Netzroller gegen Ivan Lendl. Werde ich nie vergessen. Also das ist der Einzige, wo ich sagen kann, irgendwie, ich bin da irgendwie Fan gewesen. Aber ich würde nie jetzt zu diesem Typen hingehen und sagen, ich bin hier im Autogramm. Ich habe den zufällig später dann kennengelernt bei Udo Weber. Also hier bei Gary Weber, im Gary Weber Stadion. Weil ich den Sohn von Gerhard Weber da, Udo Weber, das ist ein Freund von mir. Mhm. Und der hat mich dann ein paar Mal eingeladen mit Berthe und mit Pascal. Da habe ich ihn irgendwann mal kennengelernt. Da habe ich auch mal jemanden Steffi Graf kennengelernt. Und das war total witzig. Da habe ich zum Beispiel auch hier von Steffi für Steffi. Die hat mir das, auch, das fetzt ja mal, ja. Und das war auch irgendwie total witzig. Nein, aber das ist ja so, das ist immer, ich glaube, vorhin kamst du drauf zu sprechen, wie die Leute sind. Als erstes Mal baut man sich selber irgendwie sowas auf und wie ich das bei Miles Davis erklärt habe, den haben bestimmt, wenn du den im falschen Augenblick erwischt, ist der wahrscheinlich richtig heavy und das kann bei mir durchaus auch passieren oder glaube ich bei Udo auch, weil man ist ja kein Sklave. Ich hatte zum Beispiel beim Rockliner, das ist eine witzige Situation. Wo du sagst, es gibt irgendwie witzige Situationen. Ich hatte am Anfang, als Udo dann sagte, wir machen jetzt den Rockliner, da hatte ich eigentlich wirklich sowas wie Angst. Mhm. Und zwar, ich weiß, dass es so bestimmte Situationen gibt, wo Leute meinen, weil sie bezahlt haben, würde man denen gehören. Okay. Und ich weiß, dass ich da, wenn ich in der falschen Stimmung bin, allergisch reagiere. Und das heißt, es kann unter Umständen, wenn die vielleicht angebreitet sind oder so, hey Steffi, wie auch immer, und ich vielleicht auch etwas angebreitet bin, dass das dann auf einmal sich irgendwie hochschaukelt und dann irgendwo eskaliert. Da hatte ich eigentlich richtig Angst vor. Weil ihr seid ja dort wirklich aufeinander, ne? Weil wir sind dann einfach, du machst die Tür auf, wir haben ja keinen abgesperrten Bereich, sondern du machst die Tür auf und bist mittendrin im Geschehen. Gibt es Leute, die euch da verfolgen? Auf aber du wolltest gerade die lustige Geschichte. Ja, das ist Geschichte. So. Pass auf, jetzt kommt eine lustige Geschichte, weil... dann stelle ich allerdings fest, dass alle Leute komischerweise unsagbar rücksichtsvoll damit umgegangen sind. Nämlich Steffi, klar wollen die ihr Selfie haben, klar wollen die ihr Autogramm haben. Ich finde, in letzter Instanz müssen wir uns darauf einlassen. Das gehört mir eigentlich mit zum Job. Und jetzt kommt das, wenn die also so ganz Steffi, ich sag mal, wir wollen ja auch gar nicht nerven und wir weiß ja auch und ist ja so und aber dürfen wir denn nicht geben? Ich sage, Leute, ist überhaupt kein Problem, dafür sind wir ja auch da. Und guck mal, es sind 2500 Leute auf dem Schiff, wir sind 5 Tage, sind doch nur 500 am Tag. Ja. Und dann, genau wie du jetzt lachst, wird dann auf einmal gelacht und die ganze Atmosphäre ist eigentlich entspannter. Mhm. Da kommt es drauf an, aber nur man ist nun mal eben auch jemand, ein Mensch mit einer völlig ureigenen Stimmung. Mhm. Und nicht immer da, weil irgendjemand gerade kommt und meinte, man müsste so sein, wie man erwartet wurde. Oder... wie in diesem Fall, wie du sagst, man meint immer, ja, die sitzen da in ihren Spezialdingern. Hoffentlich muss ich jeden Morgen kacken. Ja, sie kommen auch wir sind alles nur Menschen. Dass wir in einer besonderen Situation sind, das ist wahr. Und diese Situationen sind halt auch unterschiedlich und werden unterschiedlich beurteilt. Deswegen also da zu sagen, ja, das ist irgendwie, weil man irgendwie im falschen Augenblick jemanden erwischt hat, das ist eine arrogante Sau. Oder so ein arroganter Typ, dann hat man das Image nun mal eben weg. Aber auch nur für den Augenblick, weil ich glaube, von den richtigen, die richtig guten, großen Leute, die ich kennengelernt habe, die waren alle, wenn du die im richtigen Augenblick kennengelernt hast, total easy. Miles Davis, wie gesagt, war einer der besten Beispiele,
wo ich vorher mit so einer Düse hingegangen bin. Ja. Mann, jetzt kommt der ganz große Typ. Oder Joe Bonamassa, wir haben uns so wunderbar unterhalten. Oder hier Sam Phillips. Also so viele große Musiker, mit denen ich dann anschließend zusammen in einem Hotelzimmer war von Chicago da und so. Da geht dir selbst die Düse? Oder so? Also, ja, nur weil, ja, wieso eigentlich nicht? Wieso nicht? Weil, ich meine, das sind, wenn das wirklich richtig große Leute sind, die ich auch schätze von ihren Qualitäten her, das ist schon, also damals, ich meine, ich habe irgendwann mit Thomas Muster, ich weiß nicht, ob der was sagt, der war mal Nummer 1 mit Tennis, ein Österreicher, richtig gut, der hat irgendwie angespielt, ey, du bist doch Steffi Stephan, ich spiele Schlagzeug. Und der ist Tennis Nummer 1 und ich bin halt ein großer Tennis-Fan. Und dann habe ich gesagt, ich habe da ein Schlagzeug, komm, wir spielen ein. Und da habe ich auch einmal mit Thomas Muster am Schlagzeug, ich meine, das war für mich ein wesentlich größeres Erlebnis natürlich, als es mit Stefan Raab zu spielen. Also, weißt du, ich meine, das ist schon, wieso nicht? Wie gesagt, man ist einfach doch nur Mensch. Man bleibt auch Mensch, das ist auch, ich will hoffen, dass man Mensch bleibt. So. Was sagen wir denn jetzt? Ja, 10 vor. Das passt, ne? Gibt's da Ärger? Nee, Ärger gibt's auch nicht. Ihr müsst ja auch nicht aufbauen, es ist alles schon aufgebaut, ne? Es ist alles aufgebaut, aber es gibt natürlich, wo ich überhaupt nicht drauf stehe, ist, wenn Leute, wenn ich stehe nicht drauf auf warten und ich möchte auch nicht Leute warten lassen. Nee. Weil das ist einfach, letztendlich klaut man den Leuten Zeit. Da und das Einzige, was man, das Kostbarste auf der Welt ist nun mal eben Zeit. Da können wir das Warten ja schon ein bisschen verkürzen. Du kannst mal dieses Buch dort nehmen. Das wird eines Tages mein Sohn dann mal bekommen von mir. Da sind alle meine Gäste drin. Du musst mal blättern, irgendwo kommst du und dann kannst du mal ein Autogramm geben. Das ist ja Peter, Peter und ich. Guck mal. Ganz lieben Dank. Gucken, wo mich das Navi jetzt hier hinführt. Und die beiden dort oben, das ist nämlich für unsere Zuschauer, die beiden Fotos dort oben, die klebe ich in das Buch vom Mike und die werden dann verlost. Okay. Die Leute können das gewinnen. Ne, der schickt mir das zu und da denken wir uns noch was aus. Und hinten habe ich dann noch im Gitarrenkoffer eine weiße E-Gitarre, wo alle meine Gäste drauf unterschreiben, Steffi. Aber dann musst du gleich mal gucken, dass wir wirklich zeitmäßig. Das machen wir ganz schnell. Und dann musst du damit in den Proberaum kommen.